Mir geht's gut. Wie geht's denn euch? Es geht auch gut. Also mir geht's auch gut. Ja, mir geht's auch soweit ganz gut. Sehr schön. Ja, durch Corona, man hockt nur in der Bude, kommt nicht wirklich raus, sitzt nur vorm Rechner. Es geht so. Im Homeoffice. Ich arbeite ja zufällig in derselben Firma wie Micha. Nein. Nein. Jetzt auch mein Studium angefangen und ja, läuft bis jetzt ganz gut. Aber das sage ich auch nur, weil noch keine Klausurenphase gewesen ist. Ja, ich arbeite ja im Homeoffice und ich fange nicht vor 9 Uhr an. Nele spielt in der weiblichen D-Jugend und Ole in der weiblichen, sag ich schon, in der männlichen C-Jugend. Ihr hattet ja, bevor Corona abgebrochen wurde, schon Corona. ein Corona. Die Spielsaison, ja, wegen Corona abgebrochen wurde, hattet ihr ja schon ein, zwei Spiele. Wollt ihr einmal kurz erzählen, vielleicht gegen wen ihr gespielt habt und wie die verliefen? Ja, ich habe Moritz als Vorbild, der kann mir ziemlich viel beibringen. Es ist schon komisch, weil man damals, man fühlt sich noch gar nicht so, wenn ich überlege, dass ich nächsten Monat 20 werde, dann fühle ich mich schon alt. Aber ansonsten, ich freue mich, weil mir hat Herrenhandball, also momentan spiele ich ja hauptsächlich Oberliga. Ich hoffe natürlich, dass ich mich irgendwie in den Drittligakader integrieren kann, wenn das wieder weitergeht. Aber momentan Oberliga und es macht halt einfach Spaß, weil man kennt sich irgendwie untereinander und es macht irgendwie mehr Spaß quasi gegen so Ältere zu spielen und die dann mal auszuwackeln oder so als gegen Gleichaltrige, weil da der Frust bei denen noch deutlich größer ist. Und die haben dann, ja, kamen zusammen zum Huddle, haben so ein bisschen Theorie und was jetzt Abläufe angeht, besprochen. Und dann ist jeder auf seine Position gelaufen und im Tor stand keiner. Und ich stand allein in der Mitte und wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann hat Otto mich ins Tor gesteckt. Weil ich doch, also ich bin ja jetzt körperlich nicht der robusteste oder kräftigste, aber mich stört das jetzt nicht so, wenn man mal ein bisschen mehr attackiert wird. Ich meine, wer austeilt, muss auch einstecken können, ne? Und was ich persönlich halt cool finde, er ist erstens immer voll drin. Also er motiviert einen, man hat immer das Gefühl, er spielt mit. Was er, glaube ich, auch gerne machen würde. Glaube ich auch. Was hat der Handball der Größe 2 für einen Umfang? Also diese ganze Fläche drumherum. Jetzt. Also, wenn du einen Handball in der Hand hast, der Umfang ist alles quasi, wenn du alle die ganze Fläche von diesem Handball, wenn du das so ausbreiten würdest, Von was für einen welcher Umfang hätte das? Größe Zwei, ein Zweier. Einfach schätzen. denn? Macht ihr mehr Taktik oder sowas? Das sehe ich gleich wieder aus. Ja, also wir machen irgendwie schon ein sehr abwechslungsreiches Training, finde ich. Es ist jedes Mal super cool und man hat irgendwie, also ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht viel einfach doppelt gemacht an Übung, oder? Nee, m-m. Und Also es fängt schon dabei an, dass wir uns auch im Spiel wünschen dürfen und wir ihn auch ziemlich oft zu irgendwas überreden dürfen oder können. die erste Frage, chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Chaotisch. Ja, definitiv. Eventuell ein bisschen chaotisch, ja. Vielleicht mit Begründung? Kater Chaos, könnte man sagen. Ja. Also, Beispiel fällt da jetzt nicht, außer dass einfach alles chaotisch ist und alles kann, nichts muss. Oder alles muss, nichts kann. Okay. Und eine Frage haben wir noch, und zwar: Was denkt ihr eher, harte Arbeit oder Talent? Was machen? Handballisch gesehen, war das harte Arbeit, dass ihr jetzt, sag ich mal, so spielt, wie ihr spielt, oder ob es So. einfach Talent war? Talent. Talent. Okay. Mit harter Arbeit wäre ich vielleicht weitergekommen, aber ich war einfach viel zu faul und ja. Ja, das Sebastian? Gleiche könnte ich jetzt auch so sagen, ja. Okay. Würde ich auch so bestätigen. Also beide eher pures Handballtalent. Pures nicht, aber man war schon faul und Ja. Ist das lieber Sprinten oder lieber der Ausdauerlauf? eindeutig lieber sprinten. Ich meine, du kennst es selber, Tim. Ja, nee, eindeutig lieber sprinten, anstatt da 10 Stunden durchs Feld zu laufen. Am besten nur die geraden Strecken, wo man das Ende nicht sieht. Ja.
Bei mir absolut beides. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe Abwehr lieben gelernt und für mich ist einfach, macht es auch Spaß, in der Abwehr mal richtig einen zu verpulen und dann vielleicht noch die zweite Welle oder erste Welle mitzulaufen. Das gehört dazu und das kannst du ja mit dem einen nicht, wenn du das andere nicht machst. Und Angriff natürlich ist das Schönste am Handball, Tore werfen. Das ist einfach so. Nichts macht mehr Spaß, als wenn du dann auf einmal 5, 6, 7, 8 Buden machst. Und ich kann mich nicht entscheiden, aber man sollte beides lieben als Handballer, sage ich mal so. Ja. Die dritte Frage, Heber oder Dreher? Schwierig, weil ich kann beides nicht, weil ich glaube, bei mir weiß jeder, dass ich immer mit 100% draufwerfe. Also nee, das ist immer richtig. Noch absolut bei Drehern. Ich weiß nicht. Heber ist für mich, was ich damals auch schon gesagt habe, damals in der letzten Spielerkonferenz schon mal gesagt habe, ist für mich so ein, ich weiß nicht, so ein alter Männertrick, der noch aus der Zeit kam, wo man ohne Patte gespielt hat. Und für mich ist der für mich attraktiv. Okay. Ja, also ich würde sagen, zum Teil Zufall, relativ viel, ja, weiß ich nicht, so klassisches Handballtalent würde ich jetzt mir nicht zusprechen, aber so Talent generell sehr schnell zu lernen und so. Also ich würde bei mir eher das Talent sehen als den Fleiß, muss ich leider sagen. Habt ihr denn noch Fragen an uns? Nee, wir haben uns ja heute gesehen. Ich habe ja heute zwei kleine... Wären wir auch, glaube ich, soweit durch. Habt ihr denn noch, habt ihr noch eine Frage an uns vielleicht? Oder habt ihr noch Fragen an uns? Wie findet ihr es? Habt ihr vielleicht noch irgendwie Fragen an uns? Oder nicht? Ja, mich würde mal interessieren... ich habe erstmal keine Fragen. Ja, wenn ihr keine Fragen mehr an uns habt, dann würden wir das beenden. Habt ihr noch Fragen? Was sind deine Ziele, Tim? Oh ja. Meine Ziele. Oder habt ihr noch Fragen an uns? Können wir auch nochmal fragen. Ja, da waren wir jetzt natürlich nicht drauf vorbereitet. Macht euch das etwas, hat Spaß bis jetzt. Vergessen zu schicken. Okay. Also immer jetzt schön die Husky-Wochen-Challenge machen. 2018, also vor 3 Jahren gemacht haben. Und da gab es ganz viele Sticker von jedem Spieler, von den Minis bis zur Herren und Damen. Und auch mit den ganzen Stickern von den Vereinen, die dazugehören. Also von zum Beispiel Bad Nenndorf und Waldringhausen und Ohndorf und wie sie alle heißen, die Stammvereine. Und da hatte ich auch eine Top 7 reingeklebt vor 3,5 Jahren. Und die könnte ich auch einfach mal kurz zeigen. Anfangen würde ich. Ja. Ja. Gut, dann möchtest du, ja, ich überlasse dir das Wort, Tim. Nee, mach ruhig. Nicht? Möchtest du noch was dazu sagen, Marcel? Ich weiß nicht, ob man dazu noch was ergänzen muss. Ich hätte das zweite Spiel jetzt auch unter den Teppich fallen lassen und nur vom ersten geredet. Aber ist okay, Marc. Ich selber, vielleicht hat sich da ja auch ein bisschen was verändert zum letzten Jahr oder zum letzten Trainer. Ich darf diese Frage leider nicht beantworten, das muss Insa machen. Also wir haben fürs Mittelfeld entschieden, Kata für den Aufstieg. Und als Abschluss kann man dann sowas wie Auerball oder so gerne nochmal spielen. Mhm. Vorbei möchtest du bestimmt einmal kurz erklären, was das ist, oder? Das macht denen auch immer ganz viel Spaß. Ja, Auerball ist, glaube ich, so eine Sache, die den Minis am meisten Spaß macht. Jeder bekommt einen Ball, außer ich. Ich muss vor den Minis weglaufen und die haben freie Fahrt und dürfen mich abwerfen, wie sie wollen. Und ich muss versuchen, halt nicht getroffen zu werden. Und jedes Mal, wenn ich getroffen werde, muss man halt laut Auer rufen. Wenn ihr dieses Video seht, teilt das Video mit allen euren Freunden, euren Eltern und allen, die ihr kennt.